Ein herzliches Willkommen zum Taroskop mit Ella. Wir sind in der Woche 24. bis 30. Mai 2021. Wir nähern uns dem Monatsende und ich möchte euch heute wieder zeigen, welche Karten wir verwenden. Wir verwenden das Druid Craft Tarot von Philipp und Stephanie Cagom. Wir haben das Gilde Tarot von Ciro Marchetti. Wir haben das Rider-Waite-Tarot in klein zur Klärung. Dann haben wir wie immer das Krafttier, was euch begleitet in dieser Woche. Und wir haben diesmal die Lektion deiner Seele von James von Prague, was wir als Orakelkarte dazu nehmen, was in dieser Woche passiert. Wir machen erstmal die astrologische allgemeine Stimmung, was so geht, laut Sterne. Und dann gehen wir in die Sternzeichen, also pro Sternzeichen, dann Astrologie und natürlich die Kartenlegung. Wenn jemand persönliche Fragen hat, eine persönliche Legung möchte, findet ihr das unten in der Infobox. Könnt ihr mir auch eine E-Mail schicken. Ja, ansonsten, die Kartendecks findet ihr auf der Webseite. Alles unten verlinkt, da könnt ihr euch dann erkundigen, wenn euch was besonders gut gefällt. So, sollte es Neuerungen geben, Dinge, die vielleicht interessant sind für euch oder die sich verändern, dann findet ihr das im Anschluss an dieses Video. Ja, ich wünsche euch eine schöne Woche und sag bis gleich. Ja, meine Lieben, dann wollen wir uns mal anschauen, was in der Astrologie allgemein so drin ist. Nun ist gestern der Saturn rückläufig geworden. Das bedeutet, dass da so ein bisschen Druck von dem einen oder anderen abfällt. Das werden wir beim einzelnen Horoskop dann hören. Wir haben jetzt am 24., dem Pfingstmontag, keine großartigen Aspekte. Wir haben allerdings den Mond im Skorpion. Und das ist eine Energie, wo man halt ja ein bisschen aufpassen sollte. Man ist gefühlsmäßig, aber man hat auch schnell mal die Grenze überschritten oder hat zu hart nachgefragt oder gebohrt. Das könnte vorkommen. Ja, am 24. ist es relativ ruhig. Ich denke mal auch, dass man da es ruhig angehen lässt. Der Dienstag ist ähnlich, also auch mit Mond im Skorpion. Und da ist, denke ich, nicht so viel los. Es ist pragmatisch, aber wie gesagt, das hören wir uns dann nochmal in den einzelnen Sternzeichen dann an, was für jeden da so drin ist. Am 26. Mittwoch haben wir Schütze-Vollmond und das ist auch so ein Ding, wo man übertreiben kann. Schütze ist die Energie des positiven, optimistischen Vorangehens, seine Pfeile verschießen sozusagen, aber man kann es auch übertreiben. Das passiert zwar nicht böswillig und auch nicht wegen irgendwelcher Dinge, die man ja, die unangenehm wären, aber trotzdem sollte man darauf achten, die Grenzen nicht unbedingt zu überschreiten. So, und dann haben wir am 27., was der Donnerstag ist, Venus und Neptun, die ja ein bisschen gefühlsmäßig entweder empfindlich machen oder ein bisschen missverständlich reagieren können. Also Gefühl und Fantasie können sich ein bisschen in die Quere kommen. Vielleicht erwartet man noch einfach zu viel. So, und dann ist man natürlich, immer wenn man zu hohe Erwartungen hat, ist man natürlich enttäuscht. Dann haben wir am 28. und 29. Daten, in denen man wirklich Klärung herbeiführen kann. Da wirken Merkur und Venus sehr positiv. Und beide auch aus den Zwillingen heraus. Das bedeutet, dass man sehr kommunikativ ist, an der Gemeinschaft interessiert und man kann, wenn da vorher was schiefgelaufen sein sollte, das natürlich klären. Es ist wichtig, das eben noch zu tun, denn am 30. haben wir Merkur rückläufig. Und dann ist es natürlich auch schwierig, Dinge wieder in Ordnung zu bringen, Dinge anzusprechen, die unangenehm sind oder vielleicht auch mal richtig verstanden zu werden. Ja. Und wir haben dann auch noch einen günstigen Winkel zwischen Mars und Neptun bis Juni. Da ist also auch Intuition drin, aber wie gesagt, das geht ja nach innen. Die Kommunikation geht ja nach außen und da muss man natürlich aufpassen, dass man da eben nicht ins Fettnäpfchen trifft oder dass man vielleicht auch selbst
was in den falschen Hals bekommt. Bitte aufpassen, liebe Leute, ihr kennt das. Chaos ist angesagt. Ich sage jetzt mal, da fällt die Technik aus, da kommt ein Brief nicht an, eine E-Mail wird zu schnell abgeschickt. Also diese 3 Wochen bis zum 23. Juni solltet ihr euch selbst nochmal prüfen, bevor ihr etwas abschickt oder, wenn es sein muss, etwas unterschreibt. Ganz, ganz wichtig, nicht vergessen. Schauen wir uns jetzt die Sternzeichen im Einzelnen an. Herzliches Willkommen, lieber Skorpion, zum Taroskop mit Ella in der Woche 24. bis 30. Mai 2021. Ja, mit Merkur rückläufig ab 30. sollte natürlich bis dahin alles in trockenen Tüchern sein. Alles, was so vertraglich geregelt werden sollte, klärende Gespräche, alles in dem Bereich nach Möglichkeit. Wenn es nicht klappt, geht es halt nicht. Aber wenn man kann, sollte man das tun. Wir haben Jupiter in den Fischen. Und das ist sicherlich für dich auch eine Entlastung, eine schöne Zeit. Und ich denke, da wird auch einiges ja, ein bisschen lockerer, ein bisschen leichter für dich. Du hast vielleicht positive Entwicklungen, die du natürlich selbst auch wahrnehmen solltest. Das heißt, Augen auf und achtsam sein mit dem, was sich dir bietet und was schön ist. Ja, mit netten Menschen, mit schönen Ergebnissen, was auch immer. Es ist wichtig, dass du aus dem Vollen schöpfen kannst, wenn es sich dir bietet. Saturn, ab 23. Mai rückläufig. Ja, der hat die ganze Zeit auf deine Stimmung gedrückt, hat dich diszipliniert an den Dingen arbeiten lassen. Und ja, mit dieser Saturn-Uranus-Spannung auch immer wieder für negative Spannungen gesorgt. Und jetzt löst sich das ein bisschen und das solltest du auch aktiv wahrnehmen. Uranus, der Dinge verändert, der dafür sorgt, dass sich vieles verändert. Was für Stress, für, ja, ich sag mal, Umwälzungen sorgt. Und damit auch natürlich für Nervosität. Ja. Aber das wird jetzt durch Jupiter in den Fischen, durch Saturn rückläufig ein bisschen ruhiger. Genieße das. Sammle deine Kräfte. Neptun, die kreative Energie, sorgt für gute Ideen, für Vorankommen, vielleicht auch für Ausgleich aus diesen stressigen Zeiten. Pluto hat nicht direkten Einfluss, aber über die Verbindung mit Uranus oder Mars. Momentan, denke ich, ist da auch Ruhe bei rückläufig. Mars im Krebs ist sicherlich auch für dich eine positive Zeit. Und ich schaue gerade mal, was haben wir denn da für dich bis 11. Juni? Ja, eine schöne familiäre Atmosphäre. Wir ziehen an einem Strang, wir haben die gleichen Ziele, Energie. Venus momentan in den Zwillingen. Ist nicht so angenehm. Sorgt dafür, dass man vielleicht zu viel auf einmal möchte. Dass man an sich selbst und vielleicht auch an andere zu hohe Erwartungen hat. Zu hohe Vorstellungen. Ja? Kreativität ist schön, aber wenn die Fantasie mit einem durchgeht und man vielleicht zu hohe Erwartungen an das Gegenüber stellt, kann das nach hinten losgehen. Merkur ebenfalls in den Zwillingen. Ja, da haben wir auch die Schwierigkeit, dass du ja als Skorpion auch ein bisschen verschlossen bist und nicht so schnell Vertrauen findest, sagen wir es mal so. Das kann zu Missverständnissen führen. Nicht nur, wenn Merkur rückläufig ist, sondern auch schon zuvor. Es ist wichtig, dass du ein Stück weit achtsam mit deinen Worten und Taten umgehst und dir überlegst, welche Konsequenzen die eine oder andere unbedachte Bemerkung oder Handlung haben kann. Und du wirst sicherlich Hilfe erhalten, Unterstützung erhalten, Heilung empfinden, auch gefühlsmäßig. Denn Jupiter in den Fischen bedeutet Heilung, bedeutet auch, ja, dass man Dinge, die vorher schwer waren, schwerwiegend, dass man die bearbeiten kann. Darum solltest du dich auf jeden Fall bemühen.
In der Rückläufigkeit mit Merkur ist die Kommunikation ja insgesamt eingeschränkt. Das ist nicht die Zeit, um große Klärungen herbeizuführen, aber trotzdem achtsam mit sich selbst und anderen umzugehen. Schauen wir mal, was die Karten in dieser Woche für dich haben. So, mein lieber Skorpion, dann wollen wir mal schauen, was diese Woche für dich zu bieten hat. Was da in dieser Woche auf dich zukommt, worauf du achten solltest, was relevant für dich ist. Wir sind bei der allgemeinen Legung. Das bedeutet natürlich, du selbst entscheidest wie immer, was du daraus machst, wie du das umsetzt und wie du dich davon, ja, ich sag mal, ein Stück weit anleiten lässt. Das kann nur Hinweis sein, keine Entscheidungsübernahme oder so, überhaupt nicht. Es soll dir nur einfach helfen, ja, ein bisschen den Weg zu finden. Was kommt in dieser Woche von außen? Die Sonne, positive Energie, wunderschön. Das ist Optimismus, das ist Frohsinn, das ist Vitalkraft, das ist positive Energie. Sehr, sehr schön. Schauen wir uns an, wie das zu dir passt, wie du dich siehst, was dein Wunsch ist, was du erhoffst oder befürchtest, was gut für dich ist, was nicht so gut ist und wie die Woche für dich ausgeht. So, das ist jetzt mal so der Überblick, die Wetterkarte der Energien, wie wir sie für dich in dieser Woche zur Verfügung haben. Wie gesagt, du entscheidest natürlich, wie du das anwendest, was du daraus mitnimmst, was für deine persönliche Situation passt, denn wir sind ja bei der allgemeinen Legung für alle Skorpione. Dann schauen wir uns natürlich als erstes an, wie du unterwegs bist und dann legen wir die Tageskarten, also 7 Karten für diese Woche. Das kann auch vom Zeitpunkt her variieren, weil das natürlich nicht für jeden Skorpion am gleichen Tag stattfindet. Wenn das greift, wirst du das aber selbstverständlich mitbekommen. Wie sieht es denn aus? Wie geht der Skorpion auf seine Mitmenschen zu in dieser Woche? Der Eremit. Ja, der Skorpion ist grundsätzlich immer ein bisschen verschlossen. Er möchte nicht so viel von sich preisgeben, aber mit dem Eremiten suchst du das Licht in dir und dir kommt ein Licht entgegen. Also sollte es vielleicht leichter sein, dieses Licht des Eremiten in dir auch nach vorn zu bringen. Ja, praktisch sozusagen sich Zeichen zu geben. Ja, ich leuchte auch von innen. Mir geht's auch gut. Und ich habe positive Attitüden, die ich nach vorn bringen möchte, die ich zeigen möchte. Schauen wir uns das aber innerhalb der Legung an. Ich lege jetzt erstmal die 7 Karten für die Wochentage. So. So. Wir beginnen damit, wie du dich selbst siehst. 3 der Kelche, Geselligkeit, Grund zu feiern, positive Energie. Wir haben ja auch durch Jupiter in den Fischen Energie, von der du ebenfalls profitierst. Es hat was mit Heilung zu tun, Spiritualität, Feingefühl. Ja, da kommen Ansätze hoch, Gefühle werden gezeigt und das ist schön und das solltest du auch nutzen. Freundlichkeit, liebevolle Energie. Und wie gesagt, du bist dabei, dich vielleicht ein Stück weit dahin zu bewegen, zu öffnen. Dein Wunsch in dieser Woche ist das Rad des Schicksals. Das ist Jupiter. Ja, das Rad des Schicksals ist der Wunsch nach positiver Entwicklung. Und wer hat diesen Wunsch nicht? Ja, aber es ist auch so, dass man immer Geduld braucht. Sowohl für die eigene Entwicklung als auch für das, was von außen kommt. Ja, das Rad des Schicksals läuft immer gefühlt viel zu langsam für uns Betroffene und es ist halt auch irgendwo eine Prüfung, ne? Dass wir da nicht hasten, sondern genau beobachten, achtsam sind, sensitiv sind und auf die Situation entsprechend reagieren. Hoffnung und Ängste haben wir die Königin der Münzen. Das ist die Hoffnung, stabile Partnerschaften zu haben, einen tollen Job, genug zu verdienen und das zusammen eben als Sicherheit und Stabilität wahrzunehmen. Und darum kümmerst du dich. Gut für dich in dieser Woche ist die 8 der Schwerter. Die 8 der Schwerter ist ja, dass man sich gedanklich so im Kreis dreht. Nun, wir haben auf der einen Seite den Eremiten, das bedeutet der Rückzug mit sich selbst, sich zu beschäftigen. Die 8 der Schwerter kann bedeuten, dass man auch Unterstützung braucht, um aus diesem Kreis herauszutreten.
man sollte die Augenbinde abnehmen, man sollte sich nach außen begeben. Aber vielleicht braucht das ein bisschen Zeit und vielleicht ist diese Zeit nötig. Vielleicht sind da noch Gespräche nötig oder eben Gedanken. Nicht gut für dich ist die 2 der Stäbe. Das bedeutet jetzt sofort und gleich eine Entscheidung treffen zu wollen. Das wäre nicht gut. Die 2 der Stäbe sind immer, ja, ist eine Weggabelung, 2 Wege. Und man muss sich irgendwann entscheiden. Das ist in dieser Woche nicht der Fall, weil das wäre nicht gut. Wahrscheinlich, weil die Dinge noch nicht geklärt sind, weil die Dinge noch nicht abgeschlossen sind. Ausgang ist die 3 der Stäbe. 3 der Stäbe ist, über den Tellerrand zu gucken. Tellerrand, drüber gucken, rausgehen, ja, aus dieser Gedankenkreiselsituation. Es bedeutet auch zu warten, bis die Schiffe in den Hafen kommen, womit wir wieder bei der Geduld wären. Ja? Zu lernen, zu beobachten, wahrzunehmen und zu lernen. Sensitivität, Feingefühl ebenfalls. Aber auch, ich denke, mit dem Eremiten sich selbst ein Stück weit noch besser kennenzulernen. Auch gefühlsmäßig, einstellungsmäßig. Ja? Und man kann sich ja auch weiterentwickeln. Was haben wir jetzt hier? Wir haben die Liebenden. Ja, die Liebe scheint ja gut zu laufen momentan. Die Möglichkeiten sind da. Das Wichtigste ist dabei zu wissen, was brauche ich, um wirklich glücklich zu sein? Was ist für mich unabdingbar? Wenn ich Liebeslegung mache für Leute, dann kommt immer die Frage, ja, weißt du denn, was du wirklich brauchst? Das ist eben der Punkt. Manche haben den Eindruck, dass immer der Partner oder die Partnerin den Verlust ausgleicht oder dieses Gefühl von Einsamkeit in sich beseitigt. Natürlich ist man nicht mehr einsam, wenn man einen Partner gefunden hat, aber es ist wichtig zu wissen, dass die 2 der Kelche nicht ohne Grund gefüllte Kelche sind. Das, wo ein Manko besteht bei jedem Menschen, das ist das, was du selbst ausgleichen musst. Erst wenn das, was fehlt, ausgeglichen ist, ist eine auf Ebenbürtigkeit beruhende Partnerschaft möglich. Schauen wir weiter. Wir haben die 4 der Stäbe. Haus, Heim, Familie, die Lieben um sich, Freunde, Bekannte, wie auch immer. Das ist, denke ich, auch das, was du dir wünschst, dass du selbst sein darfst. Ja, und ich denke, es geht auch darum, dass du dich ein Stück weit öffnen möchtest. Dazu brauchst du Vertrauen. Und das ist im engeren Rahmen natürlich besser möglich. Die nächste Karte ist die 2 der Kelche, Sicherheit und Stabilität in Beziehungen durch die gefüllten Kelche. Ja, also, dass man wirklich auch ja, sich selbst im Reinen ist, klar ist, was man braucht, wo man hin möchte. Und dann das entsprechende Gegenstück zu finden, die Person, die eben dann auch weiß, was sie will. Und wenn das passt, ist das grandios. Das ist eben auch zuhören, selber reden, Wünsche äußern, sich austauschen. Nächste Karte ist Abwägen. Ja, da haben wir den Gedankenkreisel, aus dem wir erstmal raus müssen. Und das Gefühl, ich möchte doch Sicherheit und Stabilität herstellen. Wenn ich jetzt was anders mache, weiß ich ja nicht vielleicht, was mich erwartet. Schauen wir uns aber gleich nochmal an. Da ist der Neubeginn, unbelastet und frei, genau wie die 2 der Kelche. Der volle Kelch hat keine Altlasten, die er oder sie vielleicht auf das Gegenüber überträgt, Vergleiche zieht oder ja, versucht, den eigenen Frust oder die eigene, ja, sagen wir mal, schlechten Gedanken wegzubekommen durch den anderen. Das muss man selbst tun. Also der Neubeginn ist möglich und wir haben den Widerstand. 7 der Stäbe bedeutet ja, dass man für sich selbst einsteht. Du kannst das, lieber Skorpion, das weiß ich. Du weißt, du kannst den Finger auch auf eine Wunde legen, um jemanden zu treffen, das ist ganz klar. Du weißt, wie du dich durchsetzen kannst, das ist gut, aber besser ist es doch, wenn man es nicht muss. Wenn man also sagt, ich stehe zu meinen Belangen, aber ich bin kompromissbereit. Wir können konstruktiv über Lösungsansätze sprechen, egal in welchem Bereich. Dann haben wir den Wagen, Krebsenergie. Mars im Krebs haben wir gerade. Die Zügel in die Hand nehmen und wirklich aus diesem Dilemma des Kreisels, in dem man sich befindet, herauszukommen. Das ist nämlich so, wenn ich mein gewohntes Terrain verlasse, begebe ich mich in
Unbekanntes. Und da habe ich ein bisschen Angst vor, weil das habe ich nicht unter Kontrolle. Das ist immer die Angst vor Kontrollverlust. Und Vertrauen ist eben das Vertrauen, dass dieser Kontrollverlust überhaupt nichts ausmacht. Schauen wir mal. 3 der Kelche, 4 der Stäbe, König der Kelche. Das ist skorpionische Energie, liebevolle Energie, wunderschön. Ja, wirklich auch die Liebenswürdigkeit ausleben, die du in dir trägst. Das Rad des Schicksals, die 10 der Kelche und die Königin der Schwerter. Aufrichtig sein, authentisch sein. Authentisch sein bedeutet, mit sich im Reinen sein. Zu wissen, was man erlebt hat, das irgendwo ja, zu verbuchen, sage ich mal, und zu sagen, gut, ich habe meine Erfahrung gemacht, trotzdem bin ich in der Lage, wieder Vertrauen zu finden, weil nicht jeder Mensch ist gleich und ich kann nicht alle über einen Kamm scheren, zum Beispiel. Ja? Königin der Münzen ist die Hoffnung, das Gericht, die Dinge beurteilen, wie sie sind, die Fakten auf den Tisch und die Fakten der Vergangenheit. Was war, was ist und ja, habe ich das Recht, jemanden vorzuverurteilen, nur weil der sich ähnlich benimmt wie jemand, den ich mal kannte? Zum Beispiel. Königin der Münzen bedeutet, in sich selbst stark zu sein, zu wissen, was ich brauche, um glücklich zu sein und das eben auch zu vertreten, aber kompromissbereit zu sein, tolerant zu sein gegenüber anderen. Die 8 der Schwerter, 3 der Münzen und die Welt. Das Alte hinter sich lassen und das Neue beginnen. Das ist eben im Team, in Gemeinschaft, Familie, Freunde, Bekannte, Partnerschaft. Dass man sagt, gut, das kann ich hinter mir lassen, aber ich brauche halt meine Zeit dafür. Das ist halt so eine Zwischenwelt gerade. Die 2 der Stäbe, jetzt eine Entscheidung zu treffen, wäre nicht so gut. Wir haben die Heilung mit der Wassermann-Energie und wir haben die engen Bindungen. Hab Vertrauen zu denen, die dir nahestehen, die wirklich Gutes vorhaben, Gutes mit dir, ja, dir Gutes auch wünschen sozusagen, dass das eben verbessert wird. Wir haben ja die Heilung mit Jupiter in den Fischen, aber es dauert halt noch, es geht nicht so schnell. Königin der Stäbe, Feuerenergie und 7 der Münzen. Geduld haben, das Temperament ein wenig zügeln, sich selbst auch mal hinterfragen mit der Königin der Schwerter, auch eigene Fehler sich zugestehen und gar nicht böse darüber sein, sondern sie akzeptieren und wissen, wie man damit umgeht. Und dass man eben nicht immer anderen die Schuld gibt, sondern sich selbst auch hinterfragt. Die Liebenden, da ist die 7 der Stäbe, das, wofür du einstehst. Und der Turm, du lockerst ein bisschen die Vorgaben, die festen Vorgaben, dass du sagst, das muss genau so sein oder ich will das genau so haben. Du bist flexibler in dem Bereich. 4 der Stäbe, das innere Biest zähmen, die Kraft und Mäßigkeit. Intellekt und Gefühle in Einklang bringen, eben mit sich ins Reine kommen, auch mit denen, die in deinem nahen Umfeld sind. 2 der Kelche wird möglich. Da ist die 5 der Kelche, da ist die Vergangenheit und da ist das Ass der Münzen, der mögliche Neubeginn. Du bist gerade dabei, das Alte abzuschließen, um das Neue möglich zu machen. Aber Ass der Münzen bedeutet kleine Schritte, ne? 2 der Münzen bedeutet abwägen, sich abmühen, um Gerechtigkeit, fair zu sein. Es lohnt der Mühe, ja, mit sich selbst fair umzugehen und mit anderen auch. Der Narr, der Gehängte, eben sich einen Überblick zu verschaffen. Wo stehe ich, wo will ich hin, was ist für mich wichtig, was geht gar nicht. Und dabei trotzdem nett und sympathisch rüberzukommen. So, und dann haben wir die 7 der Stäbe. Das Ass der Kelche. Es ist dieser Kelch, der überläuft. Du siehst das, ne? Das ist das, worum du dich jetzt gerade kümmerst, dass dein Kelch gefüllt ist und dass er überlaufen kann, nämlich die Liebe an jemanden verschenken kann. Ja? Das ist so, man hätte diese auch überlaufen. Aber du siehst ja, hier ist das Wasser. Die Kelche sind so übergelaufen, dass beide so in diesem Gefühlsbad schwimmen. So, und hier ist es, geht es darum, dass du deinen Kelch füllst und dass du dann einen leidenschaftlichen Neubeginn hast. Das mag ein bisschen dauern. Lass dir Zeit damit, haste nicht, das ist wichtig, ja. Und triff keine voreiligen Entscheidungen. Gespräche
Da ist die zweite Stäbe. Man darf über Dinge sprechen, man soll aber noch keine Entscheidung treffen. Zumindest nicht in dieser Woche. Jetzt haben wir ab nächste Woche natürlich Merkur rückläufig. Also lasst dir noch ein bisschen Zeit damit. Ja, Geduld ist auch etwas, was Karma von dir ein Stück weit verlangt. Wir haben langsam kommt man auch ans Ziel. Das ist die Schildkröte. Die Nummer 49. So richtig, ne? Ja. 49. Okay. Sehr, sehr schön. Die Schildkröte. Wenn du tust, was du zu tun hast, einen Fuß vor den anderen setzt und darauf vertraust, dass du deine Vorsätze im perfekten Zeitmaß verwirklicht siehst, dann werden Wohlergehen und Liebe in deinem Leben einen immer größeren Raum einnehmen. Das ist es, was dir der Geist der Schildkröte jetzt sagen will. Es ist jetzt nicht die Zeit, um herumzujagen und zu versuchen, die Dinge zu forcieren. Bewege dich langsam. Vielleicht sogar so langsam, dass es sich fast so anfühlt, als kämst du nicht vom Fleck. Vielleicht musst du auch erst einmal kriechen, bevor du laufen kannst und dir Zeit nehmen, um dich dem Tempo des Schildkrötengeistes anzupassen. Sieh dich um auf dem Weg, auf dem du bist. Und tue, was in diesem kurzen Augenblick, der so bald vergangen sein wird, für dich zu tun ist. Der Geist der Schildkröte erinnert dich daran, dass es manchmal am besten ist, langsam zu machen. Wenn du also das Gefühl hast, nicht genug zu tun, dann wisse, dass es wichtiger sein kann, einfach des Geschehens um dich herum gewahr zu sein, um zu erkennen, ob du auf dem Absatz kehrt machen oder weiter einen Fuß vor den anderen setzen solltest. Wahre Liebe und wahrer Erfolg brauchen Geduld, sagt der Schildkrötengeist. Konzentriere dich auf das Hier und Jetzt und der nächste Schritt wird sich dir offenbaren. Also, es ist so ein bisschen dieses Vertrauen in das Ungewisse. Sich an das zu halten, was gerade jetzt ansteht, was gerade jetzt zu tun ist und gar nicht irgendwas zu pushen. Ja? Ganz ungewohnt, aber es ist wichtig. Wir haben auch eine zweite Karte, Lektionen deiner Seele, Einsamkeit. Ich weiß, dass ich nie allein bin. Schön. Schauen wir uns an, was die Einsamkeit besagt. Na, Einsamkeit. Diese Karte findet jetzt zu dir, um dich an den Unterschied zwischen Einsamkeit und Alleinsein zu erinnern. Das Gefühl der Einsamkeit rührt daher, dass du den wichtigsten Menschen in deinem Leben nicht recht zu würdigen weißt, und zwar dich selbst. Wenn das Alleinsein dich bedrückt, wird es Zeit, dass du eine gesunde Beziehung zu dir selbst aufbaust. Erst dann können andere in dein Leben kommen, die deiner Seele etwas wirklich Nährendes zu bieten haben. Ohne eine gesunde Beziehung zu sich selbst kannst du auch nach außen hin nur ungesunde Beziehungen führen. Für eine gesunde Beziehung zu sich selbst kommt es zuerst einmal darauf an, dass du dich selbst liebenswert fühlst. Die pessimistischen Kräfte in dieser stofflichen Dimension beeinträchtigen dein Selbstwertgefühl, solange du dich nicht mit Überzeugung als wertvollen und nützlichen Menschen ansiehst. Verstehe Einsamkeit also nicht als Schwäche. Deine Seele sagt dir damit nur, dass du innerlich an dir zu arbeiten hast und deinen Weg überdenken musst, bevor du richtig leuchten kannst. Überlasse dich der Stille deiner Seele und stelle fest, dass deine geistige Familie, deine Lehrer und Führer bei dir sind. Du bist nie allein. Also auch in der Einsamkeit steckt die Erkenntnis der Weisheit, nämlich, dass man Eingebungen hat, dass man Intuition hat, dass man sich selbst besser kennenlernen kann. Das sehe ich auch hier mit dem Eremiten. Das heißt, du bist ja auf dem richtigen Weg. Du beschäftigst dich damit, dich selbst zu lieben, dich selbst zu achten, mit dir selbst gut umzugehen, dein bester Freund, deine beste Freundin zu sein. Das ist der beste Weg, nämlich auch dann die zwei der Kelche zu finden. Jemand, der ähnlich tickt. Und der eben auch eine gesunde Beziehung möchte. Eine gesunde Beziehung ist nicht davon geprägt, dass ich etwas beim anderen repariere oder dass bei mir etwas repariert werden muss, sondern dass wir uns als freie Menschen treffen und uns mehr zu geben haben, als wir brauchen vielleicht. Ja?
Also es ist sehr interessant, sehr liebevoll. Und mit der Sonne, denke ich, triffst du sehr viele nette, interessante Menschen. Und die Sonne soll dir auch zeigen, es wird besser, es gibt Heilung, haben wir auch hier, auch in Beziehungen. Und du wirst Erkenntnisse finden, die dich reicher machen, die dich auch ja, in Selbstliebe reicher machen. Das ist großartig. Ich möchte da gar nicht viel mehr zu sagen. Ich habe das Gefühl, ich versuche dir da was zu erzählen. Du solltest es lieber selbst erfahren, bevor ich darüber spreche. Versuch es, genieße es und wachse daran. Und fühle dich von dir selbst geachtet, respektiert und geliebt. Das finde ich sehr, sehr schön, weil das wird dann auch sich im Außen widerspiegeln. Du bekommst Besserung in sämtlichen Belangen. Wichtig ist, dass du diese Dinge auch siehst. Deswegen mit der Schildkröte der Blick auf das Hier und Jetzt, was um dich herum geschieht. Ja? Ja, ich bin gespannt, was du berichtest, lieber Skorpion, wie sich das für dich zeigt, was du erlebst. Ich würde mich über Kommentare freuen, also was du so erlebt hast, wie du das vielleicht umgesetzt hast und was das in dir bewirkt. Kann ja auch sein, dass es länger dauert. Du darfst gerne auch später kommentieren. Das ist egal. Mich interessiert nur, wie das wirkt bei dir persönlich. Ja, ganz viel Liebe schicke ich von hier aus. Ganz viele Herzchen blubbern jetzt gerade auf. Und dann sage ich mal bis nächste Woche. Ach ja, und wenn es dir gefallen hat, das Däumchen hoch nicht vergessen. Alles Liebe, bis bald.